wenn die Fußspitze nach oben geht. Anspannung. Müsst ihr mal beobachten. Oder beobachtet es bei euch selber mal. Einfach mal versuchen, darauf zu achten. Manchmal ist man angespannt in einem Gespräch und dann merkt man, obala, uff, dann geht es nach unten. Die Pupillenvergrößerung. Wenn das schon mal jemand gehört hat, wenn ich mich mit jemandem unterhalte und es gefällt ihm, was er sieht, dann vergrößert sich die Pupille angeblich. Ja? Schwierig zu beobachten. Es artet manchmal in Anstarren aus. Ich habe dann, und die verkleinert sich angeblich, wenn man was betrachtet, was so einem nicht gefällt. Und ich saß dann mit einem Mann beim Essen und wollte das mal ausprobieren, was da passiert mit der Pupille und beug mich so nach vorne und leg mich so, ne, so ein bisschen nach vorne und die Pupillen vergrößern sich auch und ich dachte, yes! Bin nach Hause gegangen, recherchiere weiter über die Pupille und dann sehe ich, vergrößert sich auch beim Schauen eines Horrorfilms. Erstarren ist ganz wichtig, wenn ihr Erstarren erkennt. Am Erstarren kann man gut eventuell einen Lügner erkennen. Wenn jemand, ihr fragt jemanden, wo warst du gestern? Er sagt, ich war in der Kneipe. Und dann schaut er euch in die Augen. Das heißt, er möchte sehen, ob ihr die Lüge schluckt oder nicht. Weißt du, wie du rauskriegst, ob das Kind lügt oder nicht? Ja, genau. Mit Anstarren. Also, hast du die Schokolade gegessen? Nein. Du hast die Schokolade gegessen. Es ist doch nichts mehr da. Nein, habe ich wirklich nicht. Ja, doch, aber nur ein ganz kleines Stückchen.